Obwohl es ist weiß, ne? Wow, das war jetzt nicht so schlau. Ich halte mich nur mal vorher voll, man weiß ja nie. What? Zum Zwischenboss ist immer ganz nett, vor allem wenn es ein Alpaka ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Alpakas ich hier schon gekillt habe in dem Spiel. Da macht ein großes auch keinen Unterschied mehr. Wie man auch sieht, relativ einfach, dieser Gegner. Jo, hau drauf, Kollege. Und gibt 18 XP und ein Wind Spirit. Okay, die geben also die Spirits, diese Zwischengegner. Das gefällt mir, hat sich ja schon wieder gelohnt. Fettes Skullbull gibt wahrscheinlich auch irgendwas Cooles, aber den werde ich nie im Leben kaputt kriegen. Hast ja gesehen, ich habe ihm gerade diese fetten Ninja-Sterne vor die Fresse geworfen und er so, boah, hat ein bisschen gejuckt. Ich sollte nicht nochmal das probieren mit der Attacke, oder? Ich glaube nicht. Oh, noch mehr Skullbulls, das ist halt schön hier. Gut. Das war ein Suizid. Au. Ein Suizidhäschen. Das Arme. Ich probiere das jetzt gleich nochmal mit dem Gleiter. Ah, ja, das war nicht so schlau. Aber auf einer nicht so hohen Höhe wie hier zum Beispiel. Dann springe ich nämlich hoch und dann, ja. Beschiss war das. Ah, ich habe gerade irgendwie Wichtigen von euch umgebracht. Da machst du, kleines Alpaka, mir nichts mehr vor. Das kannst du glauben. Ah, ihr seid Freunde, okay. Schade, ihr hättet schön Experience gegeben. So rede ich auch immer mit meinen Freunden. Schade, ich darf euch nicht töten, ihr hättet schön Experience gegeben. Nein, natürlich nicht. Auch wenn RTL das gerne hätte. RTL-Witz-Check. So. Wieder mal was abgehakt. Mir fehlen nachts echt die Worte, habe ich manchmal das Gefühl. Bam. Das war jetzt ein cooler Move, oder? Irgendwie. Also ich fand, das sah jetzt echt cool aus. Da muss ich definitiv nochmal raufgehen. Mit dem Cooldown. Weil wenn das relativ schnell machen kannst, ist das schon recht geil. Die Gegner hier sind echt ganz nice eigentlich. Oh Mann, oh ein Polargnoll. Sollen wir es nochmal wagen? Ah, der tötet uns wieder in Sekundenschnelle. Aber egal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Ich krieg dich noch tot. Ein schwerer Gegner, aber vielleicht droppt er ja was Cooles. Nein, ich will nicht sterben. Ah, 14 XP und ein paar Münzen. Alles klar, Polargnoll ist es nie wert. Ja, ein bisschen eine freundliche Hexe, das ist schon mal schön. Schnoberibusch.
We need a Snowberry Bush. Und wir sind von dem Weg abgekommen. Wir haben schon wieder keine Potions mehr. Oh, guck mal, ein Snowrunner. Boah! Ich mach. Merkt man, dass ich die Shurikens mag? Kaum, oder? Boah! Der. Hi. Ich bin schon wieder weg. Lasst euch nicht stören von mir. So, und dann müsste ich mal wieder ein paar Potions machen. Voll das Alpaka-Mobbing hier, ey. Tschüss. Hi. Es geht. Ich fliege hier nur so her. Lass sie nicht stören. Ich will nur diesem Pinguin aufs Maul geben. Der schöne Seidenschuhe hatte. Der schöne Pinguin mit Seidenschuhen. Es war Pingu. Aus von der ARD. Oder? Irgendwie so. Polargnoll, fick dich. Den kann ich gar nicht leiden, aber ich laufe zumindest richtig. Pancakes. Habe ich schon. Habe ich gerade gesagt, ich kann Pingu nicht leiden? Oder habe ich das auf was anderes bezogen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Pingu war awesome. Ich mache jetzt erstmal noch ein paar Potions. Ich, ja, 11 Stück haut erstmal hin. So, wart ihr Freund oder Feind? Ihr wart Feinde. Nice. Wow. Und schon wieder ein Level aufgestiegen. Ich wollte ja eigentlich mehr in die Kraft meines Pets gehen, aber richtige Taste drücken. Cooldown ist eine Sekunde weniger. Jetzt nur noch 0,6 Sekunden weniger. Ja, gut, das ist schon mal was. Vielleicht gehe ich danach wieder in Petmaster rein. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Doch. Kann doch nie alles vorausahnen. Ja, so eine Maus mit Tasten an der Seite wäre schon ganz geil. So zum Angreifen und sowas wäre das jetzt schon ganz cool. Weil ich hau immer auf die Q-Taste zum Heilen. Schon so viel Zeug verschwendet. Ist unglaublich. So. Südosten. Ja, wenn es sonst nichts ist. Ich glaube, wir haben auch schon wieder Pausezeit. Pausezeit haben wir. Muss ich gleich mal gucken. Erstmal noch ein paar Wölfe platt machen. Yeah. Wenn irgendwann die Shurikens quasi ohne Delay spammen kannst, dann wird das lustig. Mit Delay meine ich Verzögerung, nicht Delay LP. Obwohl, mit dem würde ich auch nicht spielen wollen. Ha, gedisst. Nein, Quatsch. Stu-Delayer kennen tun. Auf Tevita und so. Tevita. Tevita.
Je später es wird, desto sinnvoller werden wirklich meine Diskussionen mit mir selbst. Meine Diskussion mit mir selbst. Alleine, dass ich schon sage, meine Diskussion mit mir selbst, zeigt, dass ich nicht unbedingt ganz normal bin. Ich bin Let's Player. Das können manche auch als Krankheit sehen. Das tun sicherlich auch manche. Ihr kriegt beide aufs Maul. Da kenne ich doch keine Gnade. Da wollte er sich einen schönen kleinen Pinguin gönnen. Und zack ist er tot. So läuft das. Seht mir auch ständig. Aber ich pulle euch mal alle. Komm mal her. Nice. Langsam macht's richtig Bock. Aber die haben auch recht gehabt, die Leute, die gesagt haben, die ersten Level sind so eigentlich die schwersten. Danach wird es immer einfacher und ich bin gerade mal Level 12, wisst ihr? Aber es wird dadurch nicht langweilig. Ich finde, es macht auch ein bisschen mehr Spaß, wenn es nicht ganz so pervers hart ist. Also ich bin zumindest so ein Typ. Ich habe zum Beispiel Dark Souls, habe ich jetzt 30 Minuten gespielt, hatte voll den Kaffee offen und habe seitdem nie wieder angerührt. Andere feiern das Spiel bis zum Ende. Komm mal her. Wo euch keiner sehen kann. Ich habe einen Bananasplit gefunden. Das heißt, falls wir nochmal auf ein Dings stoßen. Wo ist denn da? Falls wir nochmal auf einen Dschungel stoßen oder zurückgehen, dann können wir uns ein Äffchen zähmen. Die waren ja auch so ein Hardcore-Affen. Er hat schon irgendwie einen gewissen Pokémon-Aspekt, oder? Ich glaube, ich habe. Mein Monitor hat heute geflackert, deswegen habe ich so ein bisschen. Habe ich einen neuen Treiber und alles installiert und ich glaube, der ist noch nicht perfekt eingestellt, weil manchmal sehe ich hier die einzelnen Ränder von den Voxeln. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Ist mir jetzt gerade kurz aufgefallen. Kann auch sein, dass das gerade einfach nur vom Spiel war und einfach so sein musste. Goddammit, wo laufe ich wieder hin? Ich war schon fast da. Dann habe ich wieder gegen irgendwas gekämpft und dann war ich schon wieder komplett an einer anderen Stelle. Na, was soll's. Wir haben ja Zeit. Ne? Wollt Pause machen, ne? Habe ich gerade gesagt. Werde ich gleich auch, wenn ich nicht mehr in der Nähe von Skullwulst bin. Deswegen werde ich jetzt einmal kurz wegsprinten. Hättest mich wenigstens einmal draufschlagen lassen können, damit ich Experience kriege, du Penner. Rockling. Na, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Alter! Weißt du, und da ist auch noch so Magier-Gedöns. Bisschen. Kollege, hier ist eine echt beschissene Umgebung zum Kämpfen. Komm mal her. Hier ist aber auch echt ein beschissener Untergrund zum Kämpfen.
Komm mal hier runter. Wow. Die haben wir getroffen. Oh ja, und noch ein Skullbull in der Nähe. Sehr schön. Der einfach mal keinen Schaden nimmt, der Penner, ne? Aber auch echt gar keinen Schaden. Okay, jetzt ging's kurz. Nice. Aber der hat nicht großartig was verloren und gerade mal 12 XP. Ich habe immer noch ein 3-Meter-Schwert. Wie du einfach mal so bewusstlos aus meiner Tasche herausfliegst, auch schön. Gut, hier schlicht gerade ein Skullbull rum, deswegen gehe ich erst noch mal weiter in diese Richtung. Ja, Rocklings lohnen sich schon mal nicht. Das wissen wir jetzt auch. Ich finde, man muss ja alles einmal ausprobieren. Und hier habe ich jetzt festgestellt, das ist für einen Arsch. So, und so lernt man. So läuft das ganze Leben. Ich werde jetzt hier mal ich taue erstmal welche auf. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen ernster. So läuft das ganze Leben. Alles scheiße, nein. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Vergesst es einfach. Vergesst einfach alles, was ich euch an Ratschlägen gebe. Das kann nicht gut sein. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch ein paar Hardflowers aus den Iceflowers. Damit aus den Iceflowers Hardflowers werden. Ich bin so gut im Erklären. Ich bin so gut. Und dann machen wir wieder eine kleine Pause. Und beim nächsten Mal dann weiter. Was aber wahrscheinlich auch noch diesen Abend passieren wird. Denke ich mal. Wir haben jetzt 4.11 Uhr. Seit wann bin ich dabei? Seit, weiß ich nicht. Auf jeden Fall lange. Ich habe viel, viel aufgenommen heute. Weil ich einfach so einen Bock drauf habe. Und weil morgen zu heiß wird und ich dann keinen Bock drauf habe, das weiß ich jetzt schon. Und weil ich auch mal wieder zwischendurch was anderes aufnehmen will, aber immer Cube World vorziehe. Und wenn ich jetzt schon so viel auf einmal aufnehme, dann habe ich genug und ziehe es nicht wieder vor, sondern nehme auch mal was anderes auf. So, Indie Spotlight und sonst was. Also, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen und einen Kommentar da. Ob jetzt positiv oder negativ. Und ich sollte mir echt überlegen, was ich am Ende sage. Außer unschön. Ich sage, Sojamilch ist gar nicht so scheiße, wie man vielleicht denkt, zumindest die mit Geschmack. Eine wunderbare Lebensweisheit. Ja. Bis später dann. Tschö.